Am Schluss des ersten Teils trocknete Else ihre Federn, nachdem sie ihr erstes Bad im Freien im Gießring einer Hortensie genommen hatte. Hier setzt nun der zweite Teil an. Am selben Tag und als sie wieder salonfähig war, entdeckte sie den Steinhaufen für sich. Auf ihm und ringsherum lagen noch ein paar Reste des Heckenschnitts, der kurz zuvor erfolgte. Das ist für Else natürlich wieder interessant und muss untersucht werden. Aber dann ist erstmal wieder sitzen, ruhen und genießen angesagt. Dann zieht ein Mohrrübenrest Elses Aufmerksamkeit auf sich. Und ein Wasserhahn ist ja nun ganz wat Besonderes. Da lässt sich dort tatsächlich so mancher kühler Tropfen zapfen. Hier ist natürlich bitte kein Zusammenhang herzustellen. Außerdem war in der Flasche nur alkoholfreie Flüssigkeit drin. Na komm. Du kleine Süßigkeit. Das war die Fütterung Nummer 1 in diesem Teil und zum Glück fiel mir das noch rechtzeitig ein, damit überhaupt eine Fütterungsszene mit dabei ist, denn in der Anfangsphase habe ich an alles Mögliche gedacht, aber eben nicht daran, sie auch mal beim Füttern zu filmen. Schade. Aber es kommt hier nachher noch eine weitere Szene, wo sie schon gierig den Futterlöffel erwartet. Hier ist sie erstmal im Erdbeerbeet und findet allerlei zum Probieren und Spielen, unter anderem ein paar runtergefallene Johannisbeeren. Ja, der Hals wird direkt. Schließlich muss man ja wissen, was in der Umgebung alles los ist. Die Treppenstufen werden schon ganz gut gemeistert, egal ob es nach oben oder abwärts geht. Es wirkt schon recht leichtfüßig. Else scheint das Schlimmste mit ihrem Fuß überstanden zu haben, Gott sei Dank. Genug gebankt hat man ja. Manchmal wird die obere Treppenstufe auch einfach nur dazu genutzt, Ausschau zu halten. Immerhin hat von hier oben sogar so ein kleiner Furz wie Else einen guten Überblick. Und immer wieder die Federn, naja, zu lange sind sie vernachlässigt worden. Tja, in so einem kunterbunten Garten weiß Kleine Else ja nie so recht, wo sie nur zuerst dran zuppen soll. Unten hinterm Haus finden sich ein paar Moosklumpen, die der letzte Regen mit runtergespült hat und die so viel Schwung drauf hatten, dass sie quer über der Dachrinne hinausgeschossen sind und nur hier unten liegen. Eine Schnecke wird von der Mauer gepflückt. Bei der Kakteen bleibt sie lieber auf Abstand und dann kommt erstmal die nächste Fütterung. Ja, und so ein voller Bauch will danach im anderen Zimmer gleich ein bisschen entlastet werden. Die halb abgewickelte Klorolle liegt, wie passend, gleich schon daneben bereit. Aber die ist natürlich nur Elses Spezialspielzeug, das sich abwickeln, zerrupfen oder beliebig kaputt picken lässt, eben vielseitig einsetzbar. Vom Fensterbrett geht's dann eine Etage höher zu den Artgenossen aus Plastik. Von hier oben kannst du zudem in einem ganz anderen Winkel runter in den Garten und zur Straße gucken.
Ja, und Garten ist das Stichwort. Bei schönem Wetter hält es Else nicht lange drin. Hier ist nun der obere Kirschbaum interessant, wo es sich hervorragend klettern lässt. Und vor allem, weil ihr verletzter Fuß noch nicht voll einsetzbar ist, da machen sich die dicken Äste ganz gut, auch wenn es manchmal einen kleinen Abrutscher gibt. Dann ruft die schwarzgraue Eminenz und das haut Else fast vom Hocker. Nu scheint sie den richtigen Stand gefunden zu haben. Die weiche Rinde hält manches bereit, was sich ablösen und dann auf derselben gleich noch bearbeiten lässt. Tja, und wenn da, wo man landen will, gerade kein Ast vorhanden ist, segelt man eben mal abwärts. Der Boden wird einen schon auffangen. Else macht das Beste draus und sucht hier unten gleich weiter. Ein Blick aus dem Dachfenster und schon kommt der kleine Frechdachs hochgehopst, denn wenn für Else irgendetwas besonders wichtig ist, dann der soziale Kontakt. Und weil der Mensch nun zwangsläufig ihr, wenn man so will, Ersatzartgenosse geworden ist, wird er auch entsprechend in Anspruch genommen. Ja, die heißen Dachziegel sind dann doch nicht so das Optimum. Da ist die Fensterkante ein bisschen angenehmer für die Füße. Dann jetzt hoch auf das Schuppendach. Das ist wesentlich kleiner, aber auch deutlich flacher. Und die rauen Schindeln bieten besten Halt. Es ist ein anderer Tag, nicht so sonnig. Man verbrennt sich eben nicht die kleinen Füße auf dem schwarzen Untergrund, der sich sonst sehr schnell und stark aufheizt. Hier kann sich der unternehmungslustige Vogel so richtig austoben. Und der Schuppen steht hier noch leichtsinnigerweise offen, das konnte man sich zu dieser Zeit noch erlauben. Später war das ein Wagnis und sollte tunlichst vermieden werden, wenn man vor allem kleine Dinge nicht irgendwo versteckt im Garten wiederfinden wollte. Denn Else verteilte und verteilt ihr Diebesgut immer sehr großzügig. Mancher Zettel verschwand sogar schon unterm Fürststein.
das Weingerüst ein beliebter Sitzplatz, die Pfirsichblätter ein neues Spielzeug. Und auch der dicke Tauwurm war mehr Spielzeug als ein fetter Happen, obwohl man letzteres sogar hätte annehmen können. Dann ist der Kirschbaum wieder Mode. Willkommener Schatten, weiche Rinde und Balsam für die Füße und luftiger Durchzug unterm Blätterdach. Doch Else hältet nie lange irgendwo aus und so sitzt sie bald schon wieder unten auf der Erde oder auf der Mauer, wo die Stiefmütterchen dran loben müssen. Auch die halbwüchsige Sonnenblume hat sie ihr angetan. Und auf der Banklehne heißt es dann, die Federn wieder richten. Auf dem Tisch ein Maiskorn neben einer Schraube und der Mais soll wiederum in einer am Rand liegenden Mutter versteckt werden. Und am Aronia-Strauch findet sie einen Flügel vom Schmetterling, der erstmal untersucht werden muss. Und langsam wachsen auch die Schwanzfedern immer weiter raus und sind auf dem besten Wege, der Elster ihre typische Gestalt zu verleihen. Und es gibt nichts, was Elsterchen nicht interessiert. Dann jetzt wieder auf den Kirschbaum, aber nun auf den anderen, nämlich den unten am Haus. Der hat so ja noch ein paar mehr freie Äste zum bequemen Sitzen und denn auch noch schön waagerecht. Dit wies Else später auch noch zu nutzen. Na, wenn dit ne bequem ist. Drüben am Hang auf der anderen Seite häckselt man ein paar Hagebuttenbüsche oder auch Heckenrosen, wie man sagt, weg. Und wenn solche großen Maschinen in der Nähe auftauchen, ist Else natürlich sofort verschwunden und kommt erst wieder zurück, wenn Ruhe eingekehrt ist. Und spätestens abends in der Wohnung hat sie diese Ruhe dann auch. Ein paar Tage später, Else steigt aufs Dach. Auf dem Gipfel wird zunächst Ausschau gehalten, dann nach Insekten gesprungen. In der Nähe ruft die arteigene Konkurrenz. Das war eben eine Bachstelze. Und weil so schön war, gleich normal. Ja, Else reagiert prompt. Und dann der Start aus schwindelerregender Höhe. Am Katzennapf gibt es immer einen Happen zum Naschen zu erhaschen. Das sieht Katze Jule natürlich überhaupt nicht gerne, hält aber trotzdem lieber gleich einen Sicherheitsabstand zu Else, aber umgekehrt genauso. Aber gleich ist sie wieder dran und sucht den nächsten Happen. Wobei man sagen muss, dass diese Näpfe hier gar nicht für Jule gedacht sind, sondern für den halbblinden Kater, der uns immer besucht. Und der Wart auch, der hier schon gefressen hat. Er wird nachher noch zu sehen sein, nämlich wie er genervt Elses Schabernack ertragen muss. Hier muss der Fußabtreter dran globen. Und dann ist die Zahnbürste dran, natürlich eine ausgemusterte. Hier kann man so schön versuchen, die Borsten rauszuziehen und schön klappern tut sie auch noch, wenn man sie auf Laminat fallen lässt.
Und weil das nun ein ganz neues Spielzeug war, konnte sie sich auch entsprechend lange damit beschäftigen. Der Schreibtisch ist das nächste Betätigungsfeld. Frau Sekretärin probiert schon mal die Tasten. Dann wird am Papier gezottelt, bis sich der Locher auf den Rücken legt. Ja, und dann glitzern da noch ein paar Büroklammern, die sie aber komischerweise in Ruhe lässt. Stattdessen ist der ganze Stifthalter interessant. Dann geht's nach nebenan, auf den kleinen Schrank und am Dachfenster wird die Garderobe zurechtgerückt. Damit man anschließend gemütlich auf der Kante abruhen kann. Und man sieht hier schon, warum der Schrank mit alten T-Shirts abgedeckt werden sollte. Dann muss Putzevogel nochmal was korrigieren und dann kann weiter gedöst werden. Als man wieder wach ist, steht dummerweise die Schranktür noch offen. Und da lässt sich Else natürlich nicht lange bitten. Zunächst war der Regenschirm dran und als der sich nicht so recht rausziehen lassen wollte, wird eben weitergestöbert. Irgendwas wird sie schon finden. Da liegen ein paar Federn wieder nicht richtig, also kurze Unterbrechung. Dann wird nochmal am Schirm probiert. Und dann wird der Kopf mal ein Stück weiter drin gehalten, aber wirklich zu holen ist da auch nichts. Tja, und dann die angekündigte Begegnung mit dem Kater, der sich bei uns immer nur seine Mahlzeit abholt. Else kann ihn natürlich nicht in Ruhe lassen, denn zu verlockend ist so eine haarige Erscheinung. Und vor allem so eine sich hin und her bewegende Schwanzspitze lädt förmlich dazu ein, dass man da mal rinbeißt oder pickt. Und immer wieder der fragende Blick vom Kater rüber zu mir, als wenn er einen Rat haben will, was er nur machen kann. Das behagt dem kleinen Raubtier nun überhaupt nicht. Da könnte man glatten Magengeschwür bekommen bei so viel Wut, die sich im Bauch anstaut. Und er kann machen, was er will, er wird sie einfach nicht los und hat keine andere Wahl, das auszuhalten, wenn er satt werden will. Ja, und auch der Gegenangriff läuft in Leere. Else ist eben schneller. Hier könnte man fast vermuten, er sinniert über die schöne Zeit davor, als Else noch nicht da war und er voller Freude und vor allem ganz entspannt bei uns sein Essen einnehmen konnte. Aber letztlich wartet er wahrscheinlich nur auf Nachschlag, allem Ärgernis zum Trotz. Soll doch die blöde Else da machen, was sie will. Er hat nun mal Hunger und frisst trotzdem. Gib mir Futter und schaff mir den Vogel vom Hals. Das könnte dieser Blick sagen. Resignation in den Augen des Miezerichs. Da ist der Nachschlag und mit ihm auch Else. Und mit Else wiederum die Schnabelattacken. Sie lässt einfach nicht locker. Ganz unruhig ist der Kater, wenn ständig so ein Vogel um ihn herumschwirrt. Und Else hopst bald hier, bald da. Und, waren die Attacken zunächst eher nur Schein, kommt sie jetzt mehr und mehr in die Versuchung, tatsächlich mal rinzubeißen in das flauschige Fell. Dass er damit den Kater an den Rand der Verzweiflung bringt, ist ihr dabei natürlich nicht bewusst. Für sie zählt nur dit, was im eigenen Kopf vorgeht.
Ja, und Else wiederum denkt sich, bah, wat für ein oller Kater. Da muss ich mich erstmal richtig sauber waschen. Und zur Trocknung geht's erst an Dachfenster und dann in eine Wohnung. Eine Walnuss in ihrem alten Nestkarton und Else weiß, was damit zu tun ist. Wieder draußen im Jatten ist die Ecke oben an der Voliere immer interessant für sie. Erst oben auf Dach. Dann unten auf der Steine und da wird erstmal wieder ein Sonnenbad genommen. Metallischer Glanz auf den Schwanzfedern. Dann ein Stück weiter wieder Sonnenbaden. Sollen da die Wellensittiche drinnen in der Voliere ruhig neidisch sein, wie frei sich so ein Vogel draußen in der Sonne hinflözen kann. Zwischendurch Arbeitseinsatz im Erdbeerbeet. Der Boden muss hier lockert werden. Und dann hat sich Elsterchen wieder einen Platz an der Sonne verdient. Der Kampf mit dem Appel und dann mit den Federn. Ja, da kickt sie von außen rin. Und der Freiland-Hibiskus steht schon voll in Blüte. Wir haben schon Ende Juli. Drinne versucht sie, einen Schmetterling zu töten, natürlich auf etwas brutale Weise, wie in der Natur ebenso üblich ist. Und als der Hinterleib hier öffnet ist, wird das Innere schon mal verzehrt. Da ist es doch egal, ob der Flügel noch ein bisschen schlägt, sind wahrscheinlich eh nur noch irgendwelche Nervenentladungen. Die Hitze des Tages führt zum geöffneten Schnabel und anschließend geht's ab zum kühlen Bad im Katzentrinknapf. Kurze Zwischentrocknung und wieder Rinn in den Fluten. Dann geht's an die endgültige Trocknung, was bei dem Wetter ja schnell erledigt ist. Und dann geht's wieder hoch zur Voliere, wo auf dem Dach erstmal versucht wird, eine trockene Pflaume zu knacken. Doch die ist bereits so trocken, dass Else bald schon aufjippt. Unten ist es dann doch interessanter. Drin in der Voliere spielt sich nämlich mal ein bisschen was ab. Das schwarze Karnickel buddelt vor sich hin und als die sandpanierte Schnute zu Else rüberkiekt, hopst die vor Schreck gleich ein Stück zurück. Aber das kann natürlich auch das unten vorbeifahrende Auto schuld gewesen sein. Dann wird erstmal die Aggression am Appel ausgelassen. Bevor sie wieder im Zoo in große Jehehe kiekt, wo das Karnickel sich wieder am Erdloch zu schaffen macht. Und immer wenn es hochkiekt, jachtet Else jedes Mal einen kleinen Schreck in. Und hier ist die Neugier auf beiden Seiten. Aber man sieht, wie groß Elses Anspannung ist, wenn der Ruf vom Wellensittich ihr so einen Schreck verpasst. Aber Else lässt nie locker und muss immer wieder ran an Draht. Immerhin ist das Karnickel ja jetzt auch ein Stück auf Abstand gegangen.
Naja, und so ein wehrloser Halm kann dann schon mal gebogen und geknickt werden, der schlägt wenigstens nicht zurück. Dann flattern die kleinen bunten Krachmacher durch die Voliere und Else tut so, als würde sie hinterher wollen. Jetzt landen sie auch nur auf der Erde, da möchte Else am liebsten ranspringen. Und damit haben wir auch schon wieder den Schluss erreicht. Verabschieden uns aus dem zweiten Teil und sehen uns bald wieder im dritten.